Das ist also die Halle, in der viele, viele ukrainische Flüchtlinge erwartet werden. Rund 1000 haben Platz, dazu hat auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig gesprochen und genau das angekündigt. Wie viele kommen werden, ist schwierig, da Prognosen auch aufzustellen. Aber zumindest für den Anfang sollte das auf jeden Fall reichen. Luxarös sieht natürlich anders aus, aber das ist ja auch gar nicht der Anspruch. Es geht ja natürlich ums Überleben, dass man einen warmen Schlafplatz hat und generell in einem sicheren Umfeld wieder ist. Es werden generell sehr, sehr viele Flüchtlinge erwartet. Bisher sind wohl rund 500.000 schon geflohen aus der Ukraine, Tendenz stark steigend. Und die wollen natürlich auch teilweise dann nach Österreich, da es die meisten in den Westen treibt. Die meisten bisher von den geflüchteten Ukrainern, die haben sich nach Polen durchgeschlagen oder auch zum Beispiel nach Ungarn. Es werden eben auch einige nach Österreich kommen. Hier in der Sport & Fun Halle in der Leopoldstadt im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Da wird dann natürlich auch einiges los sein. 1000 Personen passen eben rund hier rein. Und das sollte natürlich vorerst dann mal reichen für die ersten Personen. Wenn noch weitere Flüchtlinge kommen, werden natürlich weitere Plätze auch bereitgestellt. Dort gibt es eine laufende Evaluierung, hat auch Michael Ludwig gesagt. Um das kurz zusammenzufassen, hier ist Platz. Und hier werden auch viele Flüchtlinge endlich wieder dann ein sicheres Umfeld haben.